Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Wir sind hier, wo die Skelette wohnen und die sind eigentlich gar nicht so stark. Außer die da oben, weil das so viele sind. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die uns doch in der letzten Folge da, als wir sie also neckischerweise versucht haben, ziemlich überrannt. Ja gut, war ja auch nur mal, um zu gucken. Lava will be on seek. Ach, aber laut hier, mach mal ein bisschen leiser bitte. Nein. Ah, oh, kriege ich aber Ohrenschmerzen. Ach. Bei mir ist es ganz leise. Oh, ein Magier. Hatten wir schon mal, die können auch nichts. Ja, aber die müssen wir schnell aufs Korn nehmen. Ja, das macht das Phantom dann. Oder bricht einer durch? Schnell am Arm packen hier, guck mal, das siehst du gar. Ah. Ja, stimmt. Ich dachte immer, das wäre ein Fuß, aber jetzt, wo du es sagst, ist tatsächlich der Arm. Oh, der Magier kassiert gerade. Ja, unser Zwerg ist... Was hat der für einen Effekt? Gelähmt, ja. Dann hat er natürlich... Er könnte sich eine Angstblase machen. In der Hoffnung, dass sie dann auf den Zwerg zurücklaufen. Ah ja, aber die können auch weglaufen. Hol das Phantom, das könnte die jetzt... Okay, einen hat der Zwerg wieder. Was? Ja, da kriegt das nämlich mit der Angst zu tun. Ja, würde ich auch. Würde ich wirklich, wenn da so ein Phantom kommt auf einmal. Obwohl, wenn man Ghoul ist, dann weiß man, dass es ein seltsames Wesen gibt. Er ist sogar ein Dargul. Oh ja, das stimmt, der ist noch eine Ecke schlimmer. Ach so, du meinst, wenn man Ghoul ist, weiß man über alle übernatürlichen Wesen sofort Bescheid. Ja, nee, nicht das, aber man kann sich eher mit dem Gedanken daran anfreunden, dass es sowas gibt. Man kennt es. Ja, man ist ja quasi verbannt. Die haben nicht wirklich Angst davor, oder? Der Magier ist auch gleich wieder... Ja, das ist doch gut. Ja, die Dargute sind ein bisschen besser als die Skelette. Die haben halt mehr Fleisch, was Schaden abfängt. Ne, wir müssen wahrscheinlich eh vom Meister rasten. Ja. Wir raushauen. Das ist wohl richtig. Haben ja noch zwei Camping-Ausrüstung. Das heißt, im Moment ist alles noch halb so stark. Ah, die Dargule teilen echt nicht schlecht aus, ne? Ja, wirklich nicht. Der hat noch das Phantom besiegt, einer alleine. Boah. Das heißt, er ist mächtiger als ein Ogre. Ist ja kein Troll, sondern ein Mann-Ogre. Aber Loot haben die bestimmt auch nichts Gescheites, oder? Gammel, Gesäßfleisch. Wahrscheinlich. Aber den Ogre konnten wir natürlich besiegen wegen seiner langsamen Angriffsgeschwindigkeit. Das stimmt. Oh, der hat den Zauberstab. Guck mal, vielleicht ist der gut. Wo wir dann immer seine Auto-Attacks unterbrechen konnten. Ah ne, der ist bestimmt nicht gut, weil wir davon schon drei haben. Man weiß es ja immer nicht. Ah. Doch, wenn man aufmerksam hier spielt, dann weiß man. Ja, weil ich auch nicht wüsste, was wir alles für Müll einsammeln. Ja. Da ist eine Falle. Vermutlich. How may I help? Gut, die war jetzt... Bisschen Dampf. Ja, es war nicht so wild. Schriftrolle des Insektenschwarms. Hm. Oh, noch ein Siegel. Oh, jetzt haben wir wahrscheinlich alle. Wir hatten nämlich schon zwei gefunden. Ja. Ah ja, und in dieser Nische wurden einfache Hieroglyphen eingeritzt. Und wie haben wir hier? Oh, eine Rüstung. Jobels Schutzhaut. Stichsicher, Sicherung. Was? Gut. Ja. Na gut, ist Sicherung, also 10% weniger Crit-Schaden oder weniger kritische Trefferchance von Feinden auf einen selbst. Und gut plus 2 Schaden. Ja, warte, ich muss das gerade mal lesen. 10% Bereich kritischer Treffer. Treffer angreifende Feinde. Ich hoffe einfach mal, dass die Verteidigung dagegen ist. Weil es wäre nicht gut, wenn die Feinde plus 10% Crit-Schaden machen.
Ja. Ja, ja, also, dass sie es nicht mehr machen, ist schon klar, aber vielleicht hat die Chance, kritische Treffer zu erleiden. Wären plus 10% auch nicht so gut. Also, ja. Es ist eine Rüstung, ich nehme an, die wirkt nicht auf die Feinde. Ich sehe gerade, wir sind hier quasi... Wir haben nur noch das Astralferkel als normalen Gegenstand. Alles andere ist schon blau. Hm. Ja, die es hätte mehr Erholungsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht den einen Rüstungspunkt rechtfertigt. Ich denke nicht. Aber wir wissen, dass sie stichfester ist. Das heißt, wenn jetzt Gegner mit Stichschaden kommen, wie Bogenschützen oder Leute mit Lanzen... Stachelschweine. Ja, dann werden wir... Ach, hier sind wir gestorben, oder? Ja. Gefolgsmannzahltag. Insgesamt bezahlter Lohn 50 Kupfer. P. Ja. Pfennig. Wo sind unsere Steuern? Wir geben jetzt nur Geld aus. Ich weiß für nicht. Für die Sicherheit unserer Leute zu sorgen. Indeed. Soll echt mal Steuern geben. Aber wir kriegen nichts zurück. Oder hatten wir die hier besiegt? Nee, ich glaube nicht. Das waren voll viele. Aber wir hatten noch gut gebombt. Das war ja echt Bombe. Ja. Da wollen wir klar, er hat eine Bombe in die Bombe gebombt. Um Elbandi mal zu zitieren. Ah, knallhart nochmal reinbomben. Und der nix. Oh, schnell! Nein! Der war aber echt schnell. Ja, der Zwerg muss erstmal dahin laufen. Versuchen wir sein Leben zu retten. Er lebt noch. Glaube ich. Aber glückliches Leben ist es wahrscheinlich nicht mehr. Doch, wir rasten dann und dann ist er wieder gut. Na dann. Oder ist er tot? Ich sehe gar nicht, ob er noch lebt. Ach, guck mal, wir können sogar mit Leuten in so einer Blase hier blockieren. Ja. Das sehen wir, wenn sie auch 21 Sekunden, ja. Das merkt ihr mal. Er hat auch noch 2 Gesundheit, das heißt, der liegt. Was machst du denn jetzt? Ja, angreifen. Er blockiert doch den Weg. Ja, das ist mir schon. Das sind bisher nur die beiden, oder? Ja, und. Oder? Wir können nicht, wenn er in der Blase ist, dann die nächste machen. Ja, man kann halt nicht mit ihm interagieren, ne? Das ist schade. Ah, der ist schon tot da und der andere. Überleben des Magiers ist eine realistische Chance. Mhm. Sei denn, der merkt jetzt, oh, der ist fast tot und greift ihn an. Von hinten, in den Rücken mit so einem Schwert. Ja, mein Gott. Aber auch was für ein kleiner Hieb das ist. Er macht nur so einen Kratzer. Ganz mit Gefühl macht er das. Oh nein. Es könnten zu viele gewesen sein. Ja, aber... Aber sie sind teilweise schon verletzt. Von dem Feuer. Oh, der ist sogar schwer verletzt. Zwerg! Halt aus! Er hätte noch den Feuerzauber. Ich weiß nicht, ob du es riskieren würdest. Risiko. Ah, er trifft natürlich nicht viele. Ah, du willst jetzt was? Ja, nein, jetzt wird er. Nein! Ja, ich dachte, wir könnten mit dieser Dreistigkeit Erfolg haben. Ja, es war ein Versuch wert. Aber jetzt würde ich erstmal mich hier aufs Überleben konzentrieren. Aber er schafft sogar einmal. Und dem Tod. Boah, 76 Schaden hat das gemacht. Ja, er ist halt gestorben. Das war das. Anders kann man es nicht sagen. Das war das Opfer wert, ja. Ah, 2 Darmbisse, das ist natürlich. Das ist eine Menge Schaden. Muss man aufpassen. Gut, der Zauberer kriegt das Phantom kaputt. Ja, aber warum nicht bevor das Phantom stirbt? Also einen zumindest. Ja.
Beziehungsweise bevor wir das nächste holen können. Jetzt musst du holen. Und einer ist tot. Und der hat ja noch ein bisschen. Ja, der ist doch noch topfit. Ja, dann können wir hier auch helfen. Ja. Würde ich sagen. On your word. Sind halt schon Damage raus, wenn der dann verfolgt ist. Das wird eng. Dum dum dum. Dum dum dum. So, ein Dagon kaputt. Bleibt noch einmal. Ein Magier und ja, das sollte aber noch schaffen. Bist du zuversichtlich? Ja, keine Angst. Alles unter Kontrolle. Er weiß, was er tut. Er verletzt. Ja, hier die da hinten. Ach guck mal, die sind ja auch schon im Tode nah. Ja, die hatten ja den. Ach guck mal, wie lang sie. Geblendet waren wir. Das Phantom war geblendet. Ja. Ja, gut. Oh, der eine ist aus dem Kampf. Was? Sein Problem. Ja. Nothing to do hier. Ja, hinterher holen. Er ist sogar schon verletzt. Der auch das Feuer abbekommen. Ja, ich sag ja gar nichts. Das Feuer war gut. Ja, der mag ja, der hat's. Sure. Oh, nicht ein Schlag. Ja, bester Gimli-Mann hier, Mann. Ich dachte gerade, die Knochen wären auch Zauberstäbe, aber das wäre ja absurd. Da liegt noch einer. Und Festung. Das ist schon, da gibt es irgendwas. Na, Unsinn. So, wie lange dauert das hier? 11 Stunden. Dann ist unser Kerker fertig. Ja. Da können wir ihn inhaftieren. Nee, also, können wir nicht, haben wir keinen. Also wir könnten ja kurz darüber nachdenken, was wir als nächstes nehmen. Den Boko wir haben schon ziemlich viel fertiggestellt. Haben sie den Boko? Ich glaube, da kommen auch mal neue dazu. Das Labor war, glaube ich, am Anfang nicht da. Die Försterhütte war am Anfang definitiv nicht da. Glaube ich. Fast. Definitiv. Ich würde den Burghof bauen. Der ist noch Voraussetzung für so manches andere Zeug. Ja. Oder das Übungsgelände. Ja, erfordert Burghof. Oh, ja. Und das Forum auch. Kapelle. Nicht genug Geld. Ah, das Problem kenne ich. Ja, brauchen wir auch nicht. Halle der Magieschmiede. Brauchen wir nicht. Ja, eine Kapelle brauchen wir nicht. Wir sind hier der Gott. In unserer Feste. Dieser Sarkophag wurde geplündert. Sein Inhalt ist verschwunden. Das Skelett im Sarkophag ist so gut wie zerstört. Der Schädel wurde in mehrere Stücke zerschlagen. Oh, wie gut du das lesen konntest. Ja, mit voller Konzentration habe ich da gearbeitet. Da können wir looten und unten liegen auch noch lootbare Leute. Diverser Verkaufsmüll. Ja, es ist wirklich nur Verkaufsmüll, aber irgendwie müssen wir die Festung ja finanzieren. Ja, und auch verteidigen mit den Böken, also. Die werden ausgesendet an die Bewohner. Oh, wir können auch Skelette vor die Mauern hängen, als Mahnung. Ja, oder Leute auf Pfählen. Das wäre dann die Steigerung davon. Dann müssen wir aber hier so einen frischen nehmen. Ah, wir werden entdeckt von dem Geist. Oh nein. Aber wir rasten erstmal. Wer weiß, was geschieht, wenn wir mit dem reden. Kampf. Können die Leiche looten? Right. Hatten wir schon. Ach, schade. Ne, hatten wir nicht. Dieses Stück Pergament ist kaum lesbar, da es fest in einer blutigen Faust gehalten wurde. Im lesbaren Bereich steht Folgendes geschrieben. Die beiden verbleibenden Siegel zu finden, solange wir danach hier verschwinden, wie es Merik versprochen hat. Wir werden uns die Bücher und das letzte Siegel von der 4. Ebene schnappen und dann des Weges hier rausrennen. Dann werden wir uns einen neuen Trupp Narren suchen, die es mit den endlosen Pfad aufnehmen wollen. Wir werden ihnen die Schlüssel zu den tiefer gelegenen Schatzkammern verkaufen und ihnen all den Ruhm überlassen. In der Zwischenzeit werden wir uns zurückziehen und ein langes und ruhiges Leben leben. Hoffentlich irgendwo, wo es warm ist. Irgendwo weit weg von hier. Ja, ist natürlich... Der sieht doch noch sehr frisch aus. Das stimmt. Wobei der mumifiziert sein könnte. Nein, die haben so eine fahle Hautfarbe.
Hallo? Ist jemand da? Oh, bei den Göttern, ich kann nichts. Ich kann nichts sehen. Ich bin hier. Ich kann mich selbst nicht hören. Wie soll ich ihm etwas mitteilen? Bitte. Da gibt es nichts. Bitte. Werde ich jemals hier wegkommen? Du hörst ein verschlucktes Schluchzen. Zurück. Geht nicht weiter. Die Götter können uns nicht erreichen. Unfug. Ich habe es ihm gesagt. Bitte. Bitte lass mich raus. Ich habe zu ihm gesagt. Lass mich raus. Lass mich raus. Der Weg nach vorne wird von zwei großen, schweren Türen versperrt. Im Bogen über den Türen befinden sich drei kleine, runde Mulden, die von verblichenen Symbolen umgeben sind. In jeder der drei Mulden befand sich früher ein Objekt, jetzt aber sind alle drei leer. Oh, den linken Sockel untersuchen. Im Mittelpunkt der linken Mulde befindet sich die stilisierte Abbildung eines Auges. Wir müssen... Ich würde das Saphir-Siegel. Ja, wir könnten wahrscheinlich ja nachgucken, ne? Die Tür untersuchen, weggehen. Huch, wo ist denn unser Inventar? Blutstein-Aufseher-Siegel. Auf der Rückseite ist ein Schwert eingraviert. Blutstein, merkt ihr? Blutstein-Schwert. Blutschwert, Eselsbrücke. Peridot, Meißel. Und Saphir-Auge, wie ich richtig gesagt habe. Denn man sagt ja, Saphir-blaue Augen. Den linken Sockel untersuchen, das wäre das Auge. Ja, Saphir. Oh, du passt den Saphir-Siegel vorsichtig ein. Weiter. Oh, hat sich sogar geändert. Jetzt den unteren. Oder den mittleren Sockel untersuchen. Schwert war der Blutstein. Ja. Ja, ich habe es mir gemerkt. Ja, und dann setzen wir das Blutsiegel ein. Ah, du hast neulich gesagt, ich sollte mir merken, dass wir nochmal in die endlosen Pfade müssen, wenn wir mehr Wahrnehmung haben. Wegen dieser einen Statue mit dem Schwert. Den rechten Sockel. Im Bogen über der Tür befinden sich drei kleine Mulden. In allen drei Mulden befinden sich Atra-Siegel. Weggehen. Speichern. Genau. Welche wunderbare Handwerkskunst. die Tür zu öffnen versuchen. Du machst dich bereit, die Tür mit aller Kraft aufzuziehen, findest dann aber heraus, dass du sie ganz einfach öffnen kannst. Mit gewaltigem Stöhnen und einer Windböe öffnet sich der Weg vor dir. Oh, eine Windböe. Das heißt, hier gibt es noch einen Ausgang. Steige noch weiter zu den endlosen Pfaden von Otnuha. Oh, die sind immer noch... Nicht, dass die wirklich endlos sind und immer random generiert werden. Weiß es ja nicht. Oh. Falle entdeckt. Ja, jetzt müssen wir nur entschärfen. Was? Er hat's geschafft. Oh, und ein Stab. Aber nur 11 bis 16. Aber wenig. Hat auch nichts Besonderes, ne? Dass man sagen könnte, hier, der hat hier... Er ist natürlich auch wieder mit Krummspatelwaffe verglichen, nicht mit der Waffe des... Ja, ich habe doch den hier ausgewählt. Ja, aber das... Ja, aber trotzdem. I'm not going anywhere like this. Ich glaube, der war nicht so gut, der. Ja, ich glaube auch nicht. Ja, als ob hier irgendein guter Loot wäre. Ja, hier gab es zumindest viele Leichen. Ich glaube, der Meister hat was Gutes. Ich habe da so ein... Gefühl. Mhm. Oh! Finde Gabranus oder die Tafel. Wir finden beides. Ja. So nicht. Länger dieser zerborstenen Säulen befinden sich Fragmente verblichener emigitanischer Ruinen. Aber was ist denn das? Warum waren diese Leute angekettet? Ach, da sind sie ja. Die hängen da nur ab. Ich glaube auch, es heißt längs der Säule. Ja. Erdfäule. Mhm. Oh, zwei Erdfäule. Das sind meine Lieblings-Erdelementare. Wer mag sie nicht? Guck mal, die haben aber wenig Wahrnehmung. Oh nein, das ist auch eine Flamme. How may I help? Oh, da sind eine Menge Elementare. Die hatten wir doch schon mal, oder? Sicher? Ja. Haben wir nicht irgendeinen Flächenzauber? Mach jetzt mal den Blitz. Den Blitz?
Meinst du nicht, wir sollten erstmal hier gegen diese leichten Gegner unsere schlechten Sachen benutzen? Ja, können wir machen. Ah, ich will den Blitz halt mal sehen. Ah, ich würde ihn jetzt auch nicht zwanghaft benutzen. Das heißt, wenn die jetzt eh schon... Ja, die ist schon dem Tode nahe. Ja gut, dann holen jetzt das Phantom und dann... hat sich das... Mach ich das schon? Was kommt denn da jetzt? Ich erschrecke mich immer über das Phantom. Das war hier die Elementar, die hatten wir schon am Anfang im Borghof. Ja, vielleicht sind hier unten stärker. Ich meine, das ist immerhin tief unter der Erde. So, wir müssen überlegen. Nicht, dass wir die Tafel einsammeln und dann den Typ nicht besiegen können. Oder umgedreht. Ja, wir werden noch was speichern. Bevor wir irgendwas anfassen. Hm. Ja, no, wird nicht gespeichert. Urflamme. Ja, aber das ist bestimmt eine teure Handwerkszutat. Die gibt es ja nicht an jeder Ecke. Nice and slow. Könnte man ja auch in World of Warcraft. Ja, ich wollte gerade sagen, da hieß das sogar genauso, genau, ne? Genau, ja. Urwasser, Urflamme. Wobei ich immer, ich brauchte nur Urschatten. Und, ich brauchte Urschatten. Ja, das ist eine Stufe besser noch. Nein, und, Oh nein, Phantome. Oder Geister. Ich weiß gar nicht, was brauchte ich denn da für meine Schattenzwirnrobe? Urwasser? Ja, vermutlich. Eis gab's ja nicht, ne? Ureis? Nee. Urleben gab's, aber das war irgendwie minderwertig. Ja, das also, hat niemand gebraucht. Ja, ne, das gab's. Das hatten diese komischen Riesen in diesem trockenen See, hatten das immer. Es ist ja kein Phantom, das ist ein Geist. Das ist ja, das ist ein Unterschied. Ja, aber es ist dasselbe Modell. Da würde ich jetzt den Blitz mal machen. Meinst du? Ja. Auf unseren Zwerg. Nein! Daneben. Funktioniert denn da? Ja, mach einfach, komm. Hast du gespeichert. Ja, war doof. Ich geb's zu. Ich dachte, ja, war sehr doof. Ja. Ich dachte halt, der würde. Weißt du, wie in Warcraft 3 der. Kettenblitz. Ja. Ja. Aber man hätte ja auch die Beschreibung lesen können. Ach, wer liest denn Beschreibung? Wobei es da auch nicht so hervorkam, dass das ja, so abprallt. Ich dachte, es geht durch und durch. Ja, und dann halt auf den nächsten. Also nicht auf den nächsten Posten, sondern einfach nur eine gerade Linie durchgeht. Nicht abprallt, aber. Mein Gott, war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das kannst du auch nur sagen, weil du den Schaden nicht abbekommen hast. Nee, du doch auch nicht. Ich fühle hier mit. Oh, das war mächtig. Oh, der Magier ist aber gleich. Der sollte da vielleicht mal. Magier, mach das. Ja, jetzt ist er tot. Ja. Die machen irgendwie Flächenschaden. Ich glaube, gegen diese Elementarkacke sind wir nicht so gut gerüstet. Also gegen Äxte und Hiebe waren wir... Ja, auch gegen Geisterschaden. Ja, das ist natürlich... Denn die gehen ja einfach durch die Rüstung durch und dann... Quetschen sie dann ernst. Ja, so machen die das. Gut ist, würde ich was sagen, wir haben voll viel Urfeuer, aber dann brauchen wir wahrscheinlich für eine Urfeuerverzauberung irgendwie 20 Stück. Flammenfäule? Nein, die Erdfäule und die Flamme hat ein Kind bekommen. Dieses Kind werden wir vernichten. Das ist aber nicht nett. Tja. Was will man machen? Das heißt so, die töten Kinder. Nur Elementarkinder. Ach, da haben wir ja schon das Phantom. Dann geht das hier natürlich schneller. Ich glaube, dieses Kästchen da ist auch wichtig. Ja, das ist nämlich klein und...
Das ist wie bei Hellraiser. Kennst du den Film? Nein. Da gibt es auch so ein Kästchen. Und sie wünschten sich, sie hätten es nicht. Aber ich glaube, wir sammeln das auf. Das ist ja auch ein schöner Hieb von unten nach oben. Der letzte. Der vernichtende. Ach, los. Also an den letzten drei Schaden hat es dann gehangen. I shall be discreet. Dumm-di-dumm. Auf der Oberseite dieses merkwürdigen Sockels befindet sich eine runde Mulde. Auf dem Sockel scheint etwas zu fehlen. Okay. Sieht aber nicht so aus, als ob da was fehlt. Das sieht aus, als ob das hier ein Gefängnis ist für irgendwas. Ja, oder halt eine Opferstätte, ne? Ja, aber ich will nicht wissen, für was. Ja, aber es ist ja abgeschlossen. Schließt denn eine Opferstätte ab? Wie, was ist aber abgeschlossen? Ja, weil da ein Ding fehlt, ein Schlüssel, um das... Ach so. Hä? Ja, aber wer bewahrt denn was im Kerker? Oh Gott, auf? Schatten. Oh je. Im Kerker. Die Kraft der Seelen war nötig, um das zu versiegeln. Ah, okay. Das erklärt das natürlich. Die Schatten gingen ja einfach durch uns durch, oder? Ja, ich glaube. Zumindest konnte man die nicht so richtig. Speichert ist ja, dann können wir es einfach probieren. Oder versuchen. Wie ich erst sagen wollte. Wir sind natürlich seit wir da im Burghof waren natürlich auch mächtiger geworden. Ein bisschen. Nein, es ist da. Vernichtet es. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut für uns. Ich stelle mich in die Tür und lass den Feind mal machen, Taktik. Oder dann noch einer. Das sind schon 5, 6. Was? Nein, 5. 80. Oh ne, ich glaube, das müssen wir anders machen. Und ich glaube auch in der nächsten Folge. Stimmt. Dann machen wir das in der nächsten Folge und zwar auf möglichst gemeine Art und Weise. Ich würde versuchen, nur so 2-3 zu holen. Ja, das meine ich. Ne? Ja, dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Bis dahin.